Wir sind heute nach Santa Lucia unterwegs, um ein Stück durch den dortigen Barranco zu laufen. Das Auto stellten wir unterhalb der Kirche am Parkplatz ab. Sind wir fertig hier? Ja. So, heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich meine zwei Wanderkollegen dabei. An Thomas und an Wolfgang. Wir mussten ein Stück auf der GC65 zurücklaufen und bogen dann zu dem Weg beim Restaurant Mirador ab. Kurz darauf ging es auf einem Schotterweg weiter. Hier mussten wir das Betonband verlassen und liefen auf einem zwischen den Grundstücken führenden Weg weiter. Ja. Und ich sag dir was, der Weg ist praktisch die Grenze zwischen dem Zaun und dem sein Haus. Das ist öffentlich. Aha. Wolfgang, links, links, links. Wolfgang musste noch nachschauen, was für Obst es auf der Plantage gab. Guava. Guava? Guava, ja. Ah, sagst du das. Nach einem kurzen Anstieg liefen wir auf einer Fahrstraße weiter, die zur Kläranlage von Santa Lucia führte. Beim Abwärtsgehen konnten wir die Sicht auf den Palmenhain genießen. Du kannst hier drüben, man sieht so auf halber Höhe den Weg so entlang hochgehen zu diesem weißen Haus da oben. Der geht auf der drüben Seite, richtig, ja, genau. Zu dem weißen Haus, ja. Und dann kannst du hinter dem oder nach dem weißen Haus geht's hoch. Richtung Fataga über den Molino rüber. Genau, genau, ja? Genau. Nun geht es auf einem schmalen Pfad vorerst noch durchs Schilf nach Ingenio. Muss ich es ja mal anders machen, weil sonst bringe ich die überhaupt nicht auf den Film drauf. Jetzt habe ich zwar kein Kontrollbild, aber wird schon irgendwie funktionieren. Ja, den zu. Ja, den zu, wir haben schön. Von 12 bis 16. 12 bis 16 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr auch, ja. Aber nur sonntags auf den Nachmittag bis Nachmittag. Ja, 12 bis 16 Uhr. Ist doch liebevoll gemacht hier. Schau mal die Haustür mit dem Treppenabgang hier. Ja. Ja. Oma heißt da drauf, ja. Ah, Oma. Also Oma. Ach so, die Oma. So, Wolfgang, da links, da geht auch ein Weg durch. Ist eine schöne Ortschaft hier. Ja. Ja. Richtig schön uralt und
Der kleine Weiler ist in all den Jahren immer schöner geworden und es macht Freude, durch die kleinen Gassen zu laufen. Aber jetzt geht's abwärts in den Barranco, in dem einige Aussteiger ihre Bleibe haben. So, Wolfgang, wir gingen aber da links auf dem Weg, gell? Ich glaube nicht, dass der nicht weitergeht. Doch, der geht, ich glaube schon. Weil da kommt irgendwann kommt ein Plateau, ein schiefes, und da haben wir früher immer Pause gemacht. Ich bin hier immer lang gelaufen. Kuckuck. Ja. Mit meiner Prognose am Fels entlang zu laufen, lag ich falsch. Der bessere Weg war der durch den Barranco-Grund. Hier haben wir schon das Bachbett verlassen und latschten bei der nächsten Familie quer durchs Wohnzimmer. Wir haben auch mit einem jungen Deutschen reden können, der seit 1,5 Jahren hier in Barranco lebt. Jetzt stand uns nur noch der Aufstieg nach oben bevor. In der Ferne kann man die Staumauer Sureda nur erahnen. Wir sind wieder in Ingenio und wir werden an der Ölmühle unsere Mittagspause machen. Jetzt verzeih, was dir die Mutter mitgegeben hat. Ja, ich bin schon ganz neugierig. Ist ja wie Weihnachten. Überraschung, man freut sich, aber weiß noch nicht, was drin ist. Ah, ich verreckt. Die gute Salami. Die gute Salami. Und Gran Canaria. Ja, wahrscheinlich ist die bei der letzten Wanderung übrig geblieben. Also sie schaut frisch aus. Ja. Und doppelt belegt. Ja. Da hat der Bruder wieder was Gutes gemacht. Da muss ich natürlich dann schon sagen, schauen, was mir die Mutter mitgegeben hat. Überraschung, Überraschung, Überraschung. Oh, ein Milchbrötchen. Schau dir mal die Länge an. Wahnsinn. Mit Serrano. Oh, mit Serrano. Sächsische Wurst drauf. Oh, importiert. Ja. Letzte eingefrorene. Eine sächsische Wurst. Schau, komm mal, komm mal. Wo ist der Scheiße? Komm her. Aber jetzt. Ja, gut. Fix ist unser Wachhund.
Kurz vor dem Klärwerk führt uns der Weg durch ein Kalkdenfeld. Wieder in Santa Lucia konnten wir dieses Wandgemälde bestaunen. Und dann waren wir auch schon am Auto und auf dem Weg zur Bar Nicolas in San Fernando. Heute gab es Reisfleisch und eine kanarische Erbsensuppe.